Heute geht es einmal um den Vorderreifen am Motorrad, beziehungsweise um genau zu sein, den Slickreifen für die Rennstrecke am Motorrad. Ich habe schon mal ein Video zu den Profilbildern am Hinterrad gemacht und viele von euch haben sich gewünscht, ob ich denn nicht einmal die Profilbilder und deresgleichen am Vorderrad mit euch kommuniziere. Genau um das geht es in diesem Video. Bleibt am besten dran. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele vorbereitet, um genau zu sein, 5 verschiedene. Ich habe natürlich versucht, alle Hersteller so ein bisschen mit reinzukriegen, hat auch geklappt. Ich habe hier Bridgestone, ich habe Dunlop und ich habe Pirelli und sogar Michelin mit dabei, um mal zu schauen, wie sich denn, ja, jeder Hersteller hat so ein bisschen seine eigene Eigenschaft. Ich komme jetzt mal zu dem häufigsten Profilbild, das mir auch von euch viel vorgetragen wird, per E-Mail gesendet wird, wo es heißt, hey Matthias, was soll ich denn hier machen? Soll ich hier am Luftdruck was verändern? Soll ich die Dämpfung verändern? Soll ich das Fahrwerk verändern oder so? Das ist so ein bisschen so ein Klassiker, den ich oft kriege. Wir haben hier einen Dunlop, das ist ein KR106, ja, ein MS4, also eine 4er Mischung. Das ist bei Dunlop eine sehr harte Mischung, eher so eine Endurance-Mischung. Sage ich jetzt aus dem Grund, weil wir die nachher brauchen, zumindest, dass wir wissen, welche Mischung das ist. Was man hier an diesem Reifen sieht, ist, dass es extrem wüst aussieht. Ja, also der sieht ziemlich verrunkelt und kaputt aus. Was wir hier aber ganz bewusst sehen, egal ob es jetzt hier auf der mittleren Lauffläche oder auf der Flanke ist, das, was hier nicht, also was wir sehen, was nicht reifenähnlich aussieht, ist sogenannter Pick-up, also Dreck, Gummireste und alles das, was von der Rennstrecke aufgesammelt wird. Und das in einem sehr hohen Maß und das ist tatsächlich auch nicht schön. Und viele von euch machen sich da ein bisschen Sorgen über ihr Fahrwerk oder über den Reifen oder was auch immer. Und ich denke, dass es, wenn es in diesem Bereich so aussieht, dann hat es mit dem Fahrwerk noch gar nicht so viel zu tun. Jetzt wenn wir uns mal anschauen, in diesem Bereich zum Beispiel ist es nämlich nicht so. Also in dem Bereich, wo hier die Schräglage ist, also im mittleren Schräglagenbereich, da ist es nicht so. Es ist aber hier im äußeren Schräglagenbereich, wo der Fahrer, der den Reifen gefahren hat, offensichtlich nicht hingekommen ist. Und es ist auch hier in der Mitte nicht so, sondern nur hier. Was eigentlich ganz deutlich zeigt, dass der Reifen nur hier auch eine Belastung hatte, sprich etwas zu tun gehabt hat und auch hier ordentlich die Temperatur gehalten hat, aber in dem Bereich hier keine Temperatur gehabt hat, weil er da gar nicht erst hingekommen ist und da auch nicht so viel Temperatur gehabt hat. Und wenn das der Fall ist, dann sammelt der Reifen viel Dreck und viel Pickup auf. Und genau das ist hier das Entscheidende. Zum einen ist der hier noch nicht so viel Schräglage gefahren, zum anderen ist die Temperatur vermutlicherweise ein bisschen abgefallen. Also die Temperatur, wissen wir alle, wir heizen die Slicks mit 80, 90 Grad, je nach Heizdecke vielleicht auch mit 100 Grad, auf in der Box und dann fahren wir raus auf die Strecke. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen temperaturabhängig, was haben wir für Streckentemperatur, was haben wir für Umwelt, also Umlufttemperatur, scheint die Sonne, wie ist die Rennstrecke, geht es viel geradeaus, geht es viel Linkskurven, geht es viel Rechtskurven und so weiter. Und hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, nur mal mit einem ganz simplen, billigen, ich verlinke es in Amazon, kostet 15, 20 Euro, Infrarot-Messgeräte mal zu messen, was haben wir denn Temperatur, wenn wir reinkommen. Und das empfehle ich immer folgendermaßen, ich sage immer, okay, man muss auch relativ nah hingehen mit den Dingen, weil die haben eine sehr große Streuung, das sieht man auch hier, da ist so ein Abbild drauf, wie die Streuung mit diesem Ding ist, das geht quasi, umso weiter es weg ist, desto stärker streut es. Also muss ich relativ nah hingehen und muss ja die Temperatur messen an der einen Flanke, habe hier 16 Grad, weil ist nicht vorgeheizt, ne? Dann kann ich die Temperatur in der Mitte messen und kann die Temperatur an der anderen Flanke messen, das ist relativ genau. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass der Reifen unter 60 Grad, sagen wir mal so, sogar unter 55 Grad hat, was ein bisschen zu wenig ist für einen Slick, dann ist der tendenziell dazu geneigt, einfach viel Pickup aufzunehmen, weil er abkühlt. Und das ist natürlich, und ich habe vorher gesagt, wir müssen das später wissen, der MS4, also sprich die 4er Mischung vom Dunlop, ist die härtere Mischung.
Den fahren viele gern, weil der lange hält, weil das ja wie ein Holzreifen ist. Der hält ja quasi gefühlt ewig, geht ja weniger runter, sondern mehr rauf. Ne? Hat aber den Nachteil, dass der Reifen relativ hart ist. Ich kann ihn hier mit der Hand kaum drücken, also es ist wirklich wie ein Holzreifen. Ein härterer Vorderreifen ist eigentlich nur für richtig, richtig schnelle Fahrer interessant, meiner Meinung nach, damit dieser Reifen mehr Widerstand hat beim stark in die Kurve hineinbremsen, wenn er viel Last abkriegt, wenn er viel arbeiten muss und so weiter. Und wenn jetzt jemand nicht so schnell ist und noch am Einstieg ist oder auch nicht die schnellsten Rundenzeiten hat oder auch die Strecke vielleicht nicht dazu passt oder es war halt vielleicht kalt, dann passt diese Mischung einfach nicht. Und dann hat es entweder den Faktor, dass die Mischung nicht passt zu den Verhältnissen, zu den Eigenschaften der Strecke, Temperatur und so weiter. Oder auch, muss man ganz klar sagen, der Fahrer für den Reifen einfach zu langsam war. Ist nicht schlimm. Ein Vierer Dunlop auf Temperatur zu halten, da gehört ordentlich was dazu. Das würde ich auch nicht auf jeder Rennstrecke schaffen. Nur mal so nebenbei. Und da hat es noch gar nichts mit Fahrwerk und so weiter zu tun. Gut, dann schauen wir uns mal den nächsten an. Nehmen wir mal das Gegenteil, nehmen wir mal den Michelin, das viele Österreicher sagen Michelin, den kann ich gar nicht aussprechen. Das ist hier einer der neueren Generationen, der Power Slick 2, 2CT, ich glaube das war ein Softer oder Medium, irgend sowas. Ich kenne mich bei Michelin selber nicht so gut aus. Da ist es so, dass der Reifen sehr sauber aussieht. Also er sieht sehr glatt aus, sehr sauber aus. Und auch hier auf der Flanke, wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sieht man eigentlich, dass es so eine leichte Anrauung hier gibt. Das heißt, der Reifen hat hier schön gearbeitet, aber hat nicht zu stark gearbeitet. Also es war eigentlich genau perfekt. Der ist auch hier relativ weit rausgefahren worden. Es liegt aber auch beim Michelin Slick daran, weil der ein bisschen breiter baut als Pirelli Dunlop Bridgestone. Obwohl das auch ein 120er ist, trotzdem baut er ein bisschen breiter und umso leichter tut man sich, den bis an die Kante herauszufahren. Aber wie gesagt, dieses Bild hier vom Profil, das sieht hier sehr sauber aus. Genauso möchte ich das eigentlich haben. Kann man sagen, der Reifen hat super gearbeitet. Da hat alles gepasst. So, dann schauen wir uns mal einen Pirelli-Kollegen an, den habe ich hier. Den habe ich selber gefahren, diesen Pirelli, vor meiner Bridgestone-Zeit in Brünn, ich kann mich noch erinnern. War nämlich bei einem Rennen und da hat es ordentlich gescheppert, sage ich mal. Da haben wir ordentlich Gas gegeben, sind dann 07er Zeiten gefahren. Das ist ein Pirelli SC3, sprich das ist der zwischen SC1 und 2. Witzigerweise, Pirelli hat erst den SC1 und 2 entwickelt, dann kam der SC3. Und der SC3, man würde meinen, das ist eigentlich dann der härtere von allen dreien, ist aber nicht so. Das ist eigentlich der zwischen 1 und 2. Sie wollten anscheinend keinen 1,5er bauen, deswegen haben sie den 3er gebaut, der zwischendrin ist. So, und da kamen auch schon sehr viele Fragen, habe ich viel im Forum gelesen und so. Der macht so komische Rillen hier. Vielleicht, wenn der Christoph ein bisschen näher rangeht, dann sehen wir das. Das sind so komische Rillen, so Längsrillen, die sehen wir hier so angedeutet. Das müsste man auf der Kamera eigentlich hoffentlich gut erkennen können. Und das macht der Reifen bis zu einem gewissen Grad, ist das bei dem Reifen, bei dem SC3 vor allem, relativ normal. Der fängt damit relativ früh an. Das ist hier aber die rechte Flanke und die ist im Eimer, würde ich jetzt mal sagen. Die ist finito, die hat richtig auf den Deckel bekommen. Wenn wir uns jetzt die linke Flanke anschauen, da sehen wir auch schon leicht diese Längsrillen. Die sind aber bei weitem nicht so schlimm wie die auf der rechten Seite. Also linksrum würde ich sagen, sieht das sehr gut aus. So soll der auch aussehen, muss ich auf jeden Fall sagen, rechtsrum hat er ordentlich gelitten. Das sieht man ganz deutlich, wenn man hier ein bisschen reinschaut in die Flanke, dann sieht man hier so ein bisschen so Fischhaut, also so Schuppen. Ne? Da sieht man, dass der ordentlich Temperatur gehabt hat und ordentlich gearbeitet hat. Liegt aber daran, dass das einfach Brünnen, Rennen, viel über rechts reinbremsen. Wenn ein Reifen so aussieht, ne? Also wenn eurer so aussieht und auch von der Form her, wenn man da ein bisschen so von der Ferne hineinschaut, dann sieht man so ein bisschen so die Kante hier.
dann sieht man die Kante, die linke Kante ist um einiges runder und die rechte Kante, die ist viel flacher, also wie wenn man einmal so ein Messer abgeschnitten hätte, dann kann man ordentlich erkennen, dass hier einfach auch viel Profil schon fehlt und dann ist er auf jeden Fall finito und abzumontieren. Das Fahrwerk hat auf jeden Fall gut funktioniert. Man könnte vielleicht einen Tacken das Motorrad vorn ein bisschen höher machen, beziehungsweise in der Balance ein bisschen höher machen, dass man vielleicht eine härtere Feder probiert auf einer Seite oder mehr Preload fährt, weil ich denke, ich weiß es ja auch, weil ich das Motorrad zu dem Zeitpunkt gefahren bin, war meine R1. Da hat der Reifen ein bisschen viel Gewicht abbekommen und konnte aber dann nicht mehr bis ganz nah ausfahren, was auch nicht unbedingt sein muss. Aber ich denke, dass er hier ein bisschen über rechts viel Preload und viel Gewicht abbekommen hat. Da hätte das Motorrad vielleicht auf der Vorderachse ein bisschen höher stehen müssen am Scheitelpunkt, um die Gewichtsverteilung ein bisschen zu neutralisieren, damit der Reifen hier nicht unbedingt das Lied vom Tod spielen hätte müssen, was er hier definitiv hat. So viel zum Pirelli. So, dann kommen wir zu den Bridgestones. So, der ist extrem blau, wie ihr seht. Das habe ich auch schon in ein paar anderen Videos auch gesagt. Wenn die Reifen blau werden, kühlen sie zu schnell ab. Also die Abkühlphase geht zu schnell, dann gehen die Weichmacher raus und dann tut sich dieses Silikat so ein bisschen über den Reifen verteilen. Das ist auch ein bisschen so schmierig, fast wie eine Creme so ein bisschen. Und das ist das Blaue, was man hier sieht. Sieht man sehr oft, ist an und für sich nicht so gut, weil die Weichmacher rausgehen. So. Das ist hier die linke Seite. Und links sieht es eigentlich ganz ordentlich auch aus, auch vom Bild her. Also das ist so leicht aufgeraut, nicht zu glatt, nicht so extrem beansprucht wie bei dem Pirelli, den ich euch gezeigt habe, sondern da sieht es sehr gut aus. Das war übrigens auch mein Reifen. Da sieht man auch, dass das Fahrwerk hier mit dem Bridgestone besser funktioniert hat, weil der Bridgestone ein bisschen eine härtere Karkasse hat als der Pirelli. Und somit ein bisschen besser abstützt und auch vielleicht das Defizit im Fahrwerk, was ich da gehabt habe, ein bisschen kompensiert hat. Deswegen hat er hier schöner gearbeitet, auf der linken Seite vor allem. Auf der rechten hingegen sieht man wieder, also anscheinend bin ich dementsprechend ein bisschen zu harsch auf der rechten Seite über die Bremse, sieht man auch wieder deutlich so ein bisschen Andeutung dieser Schuppenhaut, dieser Fischhaut. Da war extrem viel Temperatur im Spiel und auch wieder, dass der Reifen nicht bis ganz rausgegangen ist, obwohl er da so viel Temperatur gemacht hat. Und das ist eigentlich schon ein Indiz im Nachhinein, also das ist 2 Jahre her oder so, im Nachhinein mit meiner heutigen Erfahrung würde ich einfach sagen, das Fahrwerk stand da vorne zu tief an den Scheiteln und das hat sich so ein bisschen über die Vorderachse hinausgeschoben und es war ein bisschen untersteuernd, so am Scheitel oder kurz vorm Scheitel, wo noch viel Last aufs Vorderrad war und vielleicht auch die ein oder anderen Radien hätte ich besser führen können, wenn die Gabel ein bisschen höher gestanden wäre und ich hätte sogar noch mal ein bisschen mehr Schräglage aufbauen können, um den Reifen mit einem saubereren Bild weiter rausfahren hätte können. Großen und Ganzen aber passabel, ist jetzt nicht so dramatisch. So, dann habe ich noch einen Bridgestone hier. Das ist so ein typisches Beispiel für, so soll der Bridgestone eigentlich aussehen. Sehr, sehr sauber, ja, also sehr sauber abgefahren. Der ist nicht von mir, den habe ich woanders eingesammelt, weil der eigentlich noch schön ausschaut. Ist noch relativ rund auch. Das Reifenbild hier an der Flanke ist relativ sauber gegenüber den anderen zwei, die sehr beansprucht worden sind. Das ist hier eigentlich genau so, wie das sein sollte. Man sieht aber hier auch einen sehr interessanten Nebeneffekt, dass die rechte Seite, das ist hier rechts, oder? Ja, das ist hier die rechte Seite. Dass die rechte Seite normal auch vom Rausgehen bis an die Flanke recht viel weiter muss das auch nicht. Vielleicht noch ein bisschen, aber recht viel mehr muss das auch nicht. Aber auf der linken Seite sieht man, dass das ganz anders aussieht. Und das kann mehrere Faktoren haben. Das kann zum Beispiel sein, dass der Kollege auf der linken Seite ganz eine andere Körperhaltung hat wie auf der rechten Seite. Oder dass einfach die Rennstrecke nicht so viele Linkskurven hat. Oder der Kollege schneller Rechtskurven fährt und mehr Schräglage in rechts als wie links. Gibt es auch. Unterhalten wir uns noch kurz zum Reifenverschleißbild. Da vergleiche ich jetzt mal Bridgestone mit Pirelli. Wir haben ja hier unsere Indikatoren, unsere Löcherchen.
Wenn man sich mal beim Pirelli das anschaut, das mittlere, das ist relativ sauber und auch schön rund. Das äußere ist hier schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, das tränt hier schon sehr stark. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass der Reifen finito ist. Auch der Pirelli macht das schon ein bisschen hier. Da sieht man aber, dass der hier auf der linken Flanke, wo der Bridgestone hier auf der linken Flanke nicht so stark genutzt worden ist, weil auch der Indikator viel sauberer aussieht. Also der würde auch nochmal gehen, so für einen Einroller, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der rechten Seite sieht man deutlich mehr, dass diese Indikatoren mehr tränen. Also das ist so der Indiz, wo man sagen kann, da kann man sich ein bisschen dran orientieren. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass die mittleren viel sauberer und runder sind, ohne starke Belastungen gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz, um das Thema Reifenwechsel nochmal anzusprechen. Also ich wechsle lieber einen Vorderreifen einmal zu oft als zu wenig. 130 Euro gegenüber 5000 Euro Schaden oder ein Knochenbruch ist mir das auf jeden Fall wert. Ich wechsle in der Regel also zwei Hinterräder, ein Vorderreifen. Also beim dritten Hinterreifen dann quasi ein Vorderreifen mit dazu. Holt euch auf jeden Fall so ein Temperaturmessgerät, da könnt ihr auch immer mal schauen, wo die Temperaturen sich bewegen. Im besten Falle sofort beim Reinkommen, also nicht erst lang Moped hinstellen und zwei Minuten warten, sondern sofort, so schnell wie es geht. Reifentemperaturen abnehmen, aufschreiben auf dem Zettel, auf dem Block, völlig egal, ins Handy. Und auch natürlich auch die Luftdrücke, auch beim Reinkommen, um die Differenz zu sehen. So ein Fall, wie wir hier am Anfang gezeigt haben, mit diesem sehr, der Dunlop, der MS4, der nicht so stark beansprucht wurde, der mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit abgekühlt ist. Und wenn er abkühlt von 80, 90, 100 Grad Heizdecke mit einem Luftdruck von 2,4, eingestellt mit der Heizdecke, dann wird der beim Reinkommen vielleicht gerade mal noch 2,1, vielleicht auch nur 2 Bar Luftdruck drin haben. Von dem her muss man halt dann hergehen und muss den Luftdruck ein bisschen anheben, schon mit der Heizdecke, obwohl ich da, wenn das so aussieht, einfach eine weichere Mischung empfehlen würde, die man leichter auf Temperatur hält. Deswegen fahre ich auch gerne mit dem Bridgestone Soft. Den VM Soft, das ist auch der neuere, das ist die ich hier jetzt hatte. Der alte V02 Vorderreifen, der war nicht so der Brüller. Der neue, der ist aber gut. VM Soft, ganz bewusst darauf achten. Dann erkennt ihr den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Und der hat halt einfach erstens eine weichere Karkasse wie der Dunlop. Immer noch härter wie der Pirelli, aber weicher wie der Dunlop. Und die Mischung ist auch sehr soft. Und den hält man auch leichter auf Temperatur wie ein MS4 von Dunlop. Also das ist halt schon die Oberliga, genauso wie Pirelli SC2. Das sind in der Regel SC2-Fahrer, ist in der Regel ein sehr schneller Fahrer, der in Brünn sehr viel Abstützung beim Bremsen braucht. Und das braucht ein Einsteiger, ein mittlerer Hobbyfahrer in der Regel nicht. So, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich will den Rahmen nicht zu sehr sprengen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn man vielleicht nicht alles beantwortet hat in dem Video. Ich würde mich natürlich auf ein Abo freuen. Tut dazu auch bitte gleich die Glocke aktivieren, damit ihr beim nächsten Video gleich Bescheid wisst. Ansonsten freue ich mich natürlich auf einen Daumen in diese Richtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.